Konnichiwa, Minasan. Ich bin zurück aus dem Urlaub, aus dem sagenumwobenen Weep-Mekka. Und ich habe Gaming-News mitgebracht. Square Enix killt sein Fan-Wiki. Bethesda liebt seine Bugs. Und kommt die N64 zurück? Aber zuerst. Bandai Namco foltert seine Angestellten. Bandai Namco hat 200 seiner geliebten Mitarbeiter in Expulsion Rooms gesteckt. Das sind Räume, da ist nichts drin, da gibt's nichts zu tun, da ist keine Deko. Nichts, was irgendwelche Reize in dir auslöst. Und genau das ist der Sinn. Es soll nämlich die Mitarbeiter dazu bringen, dass ihnen so langweilig wird, dass sie kündigen. Aber warum, wenn es doch auch Katanas gibt? Naja, Japans Arbeitsschutzgesetz verbietet es ihnen, einfach so Leute zu kündigen. Schade. Um Leute rauszukicken, brauchst du eine solide Begründung. Zum Beispiel, dass die Person arbeitsunfähig wird oder natürlich, wenn diese Person interne Regeln verstößt oder Schaden anrichtet oder wenn das Unternehmen ansonsten pleite gehen würde. Aber bevor das passiert, müssen sie beweisen, dass sie wirklich alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um das zu verhindern. Die Gesetze sind hier ganz klar auf der Seite der Arbeitnehmer. Zum Beispiel dürfen Prozesse nicht unnötig in die Länge gezogen werden, damit keine hohen Kosten für die Arbeitnehmer entstehen. Firmen sind ja bekannt dafür, dass sie gern mal so Prozesse in die Länge ziehen, weil sie sich das leisten können, Privatpersonen aber nicht. Und lässt man die schön ausbluten, die Schweine. Aber um es gar nicht erst bis zum Gericht kommen zu lassen, ist es scheinbar eine gängige Methode, die unerwünschten Mitarbeiter einfach in diese Räume zu stecken und die da so lange versauern lassen, bis sie sich auf ein Abfindungsabkommen einlassen. Scheinbar ist es in Japan ein großes Problem, weil viele Firmen nutzen diese Methode, aber vermeiden tunlichst, das zuzugeben. Und zwar aus gutem Grund. Bei Sega kam 2001 nämlich mal raus, dass sie das gemacht haben. Und das kam bei der Gesellschaft gar nicht so gut an. Viele wollten halt so eine Firma nicht unterstützen und haben halt die Spiele nicht mehr gekauft. Und das ist wirtschaftlich auch sehr schlecht. Keine Ahnung, ob Fans ankacken so eine japanische Tradition ist, habe ich nicht gelernt in meinem Urlaub, aber Square Enix killt Fanwiki. Ein paar Fans vom japanischen Videospielregisseur Yoko Taro haben 2021 gemeinsam eine Art Library über seine Werke aufgebaut. Da wird halt Lore gesammelt, Artworks, News und halt auch Scans von den Mangas und Novellen, die dieser Typ so geschrieben hat oder mitproduziert hat oder mitregisseurisiert hat. Zu den Mangas und Novellen gibt es dann auch noch Informationen zu den Preisen und ein paar Hintergrund-Trivia-Facts wahrscheinlich. Aber sie stellen auch Werke zur Verfügung, die nicht mehr im Handel sind, und es gibt auch selbst übersetzte Versionen. Aber vermutlich sind genau diese Scans der Grund, warum Square Enix jetzt seine Anwälte vorgeschickt hat. Ist nur ein bisschen dumm, weil Yoko Taro war vor kurzem noch selber auf der Webseite und fand sie cool und hat die Ersteller gelobt. Er hat sie nur gebeten, ein Bild von seinem Gesicht zu entfernen, weil er lieber anonym bleiben will. Haben sie gemacht. Und wahrscheinlich hätte Square Enix einfach gesagt so, yo, cooles Wiki, aber das mit den Mangas, weißt du, da so Copyright, die verkaufen wir noch, das geht nicht, hätten die wahrscheinlich runtergenommen, um halt den Rest des Wikis zu behalten. Aber nein, große Firmen denken so sehr an Geld, dass sie sich selber schaden, weil so ein Fan-Wiki ist super cool und du hast keine Arbeit dafür. Also warum so etwas schließen lassen? Davon abgesehen, dass es jetzt nicht so die gute PR ist. Freier Code für alle! Die Indie-Entwickler hinter Rogue Legacy, das ist so ein Roguelike von 2013, das sehr beliebt war, haben einfach so ihren gesamten Source-Code zum Game freigegeben. Für alle. Das haben sie freundlicherweise gemacht, dass zum Beispiel andere Entwickler daraus lernen können und dass man dann mit den Daten machen kann, was man will. Mit so einen Daten ist es auch mega nice, wenn es um persönliche Daten geht, allerdings schwierig. Denn da draußen im Internet gibt es böse Data Broker. Während du nämlich gemütlich durchs Internet surfst und überall Brotkrumen hinterlässt, picken die die auf, sammeln sich schön deine ganzen Daten und verkaufen die dann an irgendwelche Unternehmen, von denen du gar nichts weißt. Und plötzlich schreibt dir dein Sohn, der eine neue Nummer hat, dass er doch bitte 420 Euro braucht für getragene Socken, und zwar sofort, auf dieses Konto bitte. Und du denkst dir dann, woher hat der Wichser meine Nummer? Ich habe den doch vor Jahren blockiert. Ja, ja, unter den gesammelten Daten können E-Mail-Adressen, Telefonnummern, die Adresse, Gesundheitsinformationen oder im schlimmsten Fall Finanzinformationen stecken. Aber zum Glück gibt es eine Lösung für dieses Problem. Und zwar Incogni. Das geht so einfach, du musst dich dann nur anmelden, bestätigen, dass die in deinem Namen handeln dürfen, und schon kontaktiert Incogni für dich diese Data Broker und sagt so, halt, stopp! Das wird hier sofort gelöscht und nicht mehr weiterverkauft! Und die Firmen sind dann so, okay. Ich habe das vor einer Weile sogar mal selbst ausprobiert mit meiner E-Mail-Adresse und ich habe tatsächlich seitdem weniger Spam-Scheiße. Also, wenn euch eure Daten heilig sind und ihr keinen Kontakt zu eurem Sohn haben wollt, dann schnappt euch Incogni über unseren Link in der Videobeschreibung, da kriegt ihr nämlich 60% Rabatt! Oder benutzt beim Kauf einfach unseren Code SPACEGAMING. Und so wie ihr dann eure Daten schützt, beschützt Bethesda ihre Bugs. Die lieben ihre Bugs. Die haben die so lieb, dass sie die halt auch in ihre Spiele reinbacken wollen. Mh, lecker, lecker. Die müssen so ausgeliefert werden. Noch schön warm und knusprig. In einem Interview hat der Bethesda Lead Designer gesagt, Leute,
Spiele werden immer Bugs haben. Das ist ganz normal. Wisst ihr, irgendwann müssen die Spiele halt einfach raus. Und wenn wir auch wissen, dass da 700 Bugs drin sind, scheißegal, das muss dann raus. Und das Problem sind nicht wir, sondern ihr, weil ihr habt nämlich diese bescheuerten Erwartungen, dass ihr ein bugfreies Spiel bekommt. Ich meine, das ist nicht möglich. Aber das ist irgendwie so ein dummes Strohmann-Argument, weil ich glaube, niemand von uns erwartet ein 100% bugfreies Spiel. So, du willst halt einfach nur ein spielbares, halbwegs poliertes Spiel haben, wofür du 70 Euro zahlst. Bei Bethesda ist nur das Problem, es sind nicht nur unglaublich viele Bugs, die auftreten, sondern die treten immer wieder auf. Auch in zukünftigen Spielen, die lernen nicht aus ihren Fehlern, weil sie immer wieder dieselbe Engine benutzen und einfach nicht diese Bugs geschissen bekommen. Fallout 4 wurde damals zum Beispiel mit den Folge-DLCs gut gepatcht, aber das nächste Spiel dann, Fallout 76, ja, da haben sie einfach den Vanilla-Code benutzt, da waren alle Bugs wieder drin. Nur mal 10, weil es halt Multiplayer war. Manche würden sogar behaupten, es ist illegal, so ein Spiel auf den Markt zu bringen, wenn es halt nicht wirklich spielbar ist und Leute sich gegenseitig halt durch die Bugs komplett das Spiel ruinieren können. Piss-Patch macht People pissig. Warhammer 40k Space Marine 2 hat ein Patch rausgehauen und boy, der macht die Community richtig, richtig mad. Du meinst pissig? Nee, mad. Ich will nicht so viel von Pisse reden, ich bin nicht du. Pisse, lecker, lecker, lecker. In Japan trinkt man übrigens gern seine eigene... Update 4.0 bringt eine neue PvE-Map, einen neuen Enemy, den Lethal-Schwierigkeitsgrad und Balancing-Sachen, um die Operationen schwieriger zu machen. Operation? Ist das ein Surgeon-Game? Und es wurden wohl ein paar Waffen genervt, was das Spiel wohl deutlich schwieriger macht. Außerdem wurde beim Parieren das Zeitfenster irgendwie verschoben und das ist jetzt wohl irgendwie komisch und schwieriger. Ist eine ähnliche Situation wie bei Helldivers 2. Die hatten auch so ein Patch rausgehauen und wurden danach gereview-bombt. Und das gleiche passiert jetzt bei Space Marines, Warhammer 40k 2, Dungeon Dragon Ultimate. Das ist so ein fucking langer Name, was soll das, Alter? Die meisten Leute haben halt wie damals bei Helldivers 2 Buffs erwartet und Buffs fühlen sich halt natürlich besser an. Und jetzt gibt's Nerfs und alles ist schwieriger und hätte man auch aus den Fehlern anderer lernen können. Bing Bong, haben sie jetzt auch scheinbar, denn sie haben ein paar Sachen wieder zurück angepasst. Ist das nicht toll? Also ein paar Waffen wurden wieder zurückgebufft und dann gab's nochmal das tolle Statement so, wir haben vergessen, dass es jetzt euer Spiel ist. Und ja, die installieren jetzt einen Testserver und dann wird sowas hoffentlich nicht mehr passieren. Warum hast du so einen negativen Unterton? Ich habe keinen negativen Unterton, okay? Ich bin breit. Das ist das Problem. Aber ist egal, das Spiel hat bereits ein Cash gemacht. 4,5 Millionen Verkäufe in 2 Monaten sind nicht so schlecht. Und Chief Creative Director Tim Willits hat gesagt, dass das Spiel halb so viel Budget hatte wie Doom Eternal, an dem er vorher gearbeitet hat. Was heißt, es hat Geld gekostet, weil wir haben zu beiden keine Zahlen. Wir gehen aber davon aus, dass es unter 100 Millionen ist. Einfach so. Weil Kunde. Also wird es wahrscheinlich sein Geld gemacht haben. Noch mehr Kassen klingeln. Innerhalb von 24 Stunden hat sich das neue Energy-Getränk Dragon Ball Sparking Zero ganze 3 Millionen Mal verkauft. Ich habe mich verlesen. Ich meinte 3 Millionen. Da steht 3. Oh, ich habe mich nicht verlesen. Das ist ein Energy-Drink? Das ist das erste Sequel seit 15 Jahren aus dieser einen Reihe von Dragon Ball Spielen. Und die hatten direkt 122.000 Peak-Player auf Steam. Also nur Steam. Ich denke mal, mehr Leute werden das auf Konsolen spielen. Und das ist, haltet euch fest, 3-mal so viel wie der 2. Platz von diesen Dragon Ball Spielen. Dragon Ball Fighter Z mit 44.000. Für Bandai Namco eigentlich ein Riesenerfolg, ist halt aber eher kontraproduktiv, wenn du Leute rauswerfen willst. Außerdem hat das Silent Hill 2 Remake sich gut verkauft mit 2 Millionen. Und It Takes hat 20 Millionen Kopien verkauft mittlerweile. Und da muss man bedenken, dass wenn einer von diesen 2 Leuten das Spiel haben, dann können die es ja auch gemeinsam spielen. Es gibt ja auch einen Splitscreen-Modus und so. Und das ist crazy, Mann. Es müssen nicht 2 Leute kaufen, wie sonst eigentlich immer. Und am besten noch im Abo. Angestellte wehren sich. Das französische Entwicklerstudio Down to Nut hat ein Reorganisationsprojekt angekündigt, um ihre Finanzen wieder ein bisschen auf den Vordermann zu bringen. Diesen begann für Life is Strange und Life is Strange 2. Und Life is Strange 1. Aber das könnte bedeuten, dass sie 69, nice, Leute entlassen müssten. Jetzt meldet sich die Gewerkschaft zu Wort und sagt, yo, das ist ja mal die Spitze des Eisbergs von katastrophalen Entscheidungen. Die Mitarbeiter haben anscheinend schon vor Jahren den Chef gewarnt, dass die Finanzen nicht so ganz geil sind und da einfach was passieren müsste. Jedoch wurden wohl halt weiter Fehlentscheidungen getroffen und die Mitarbeiter sind jetzt sauer, dass sie für die Fehlentscheidungen ihres Chefes bluten müssen. Ist natürlich für uns jetzt schwer nachzuvollziehen, was die Entscheidungen und so sind. Aber so wie ich Firmen kenne und CEOs, ist viel Potenzial, dumme Entscheidungen zu treffen. Die Gewerkschaft hat zudem 700 französische Ubisoft-Arbeiter zum Streit geordert, aufgerufen, gebeten. Streit? Streit. Ja, die sollen sich
Die sollen sich prügeln. Nein, Streik. Denn Ubisoft hat gesagt, yo, ihr müsst mindestens dreimal die Woche ins Office kommen, weil darum, auch wenn wir eigentlich was ganz anderes ausgemacht haben, schwarz-weiß mit Dokumenten und sowas, ist uns egal, wir wollen euch im Office haben. Und das finden die halt nicht cool. Die wollen halt zu Hause arbeiten, ohne Hosen. Kann ich verstehen. Und das verstehen die Ubisoft Mailand-Mitarbeiter auch. Die machen einfach mit, ziehen ihre Hosen aus und streiken. Das wäre eigentlich ganz lustig als Streik, wenn so viele Leute auf die Straßen gehen in Unterhosen. Ja, aber es ist Winter. In Mailand? Nein. In Frankreich. Oh. In Frankreich ist genauso Winter wie hier. Die N64 ist zurück. Nicht. Also jedenfalls nicht von Nintendo. Und das ist auch der Punkt, den wir noch nicht ganz rausgefunden haben, wie das rechtlich funktioniert. Aber egal. Analog haut den Analog 3D raus. Ja, das ist quasi eine moderne N64. Also du kannst diese Cartridges, die originalen, da reinprügeln. Und dann läuft das Ding nicht per so Emulation, sondern da ist wirklich diese Hardware quasi nachgebildet. Aber mit so ein paar Specials wie 4K Upscaling, Bluetooth Controller, anderen tollen Kleinigkeiten sogar upgraded. Und dann kann man das jetzt ab Oktober für $250 vorbestellen. So, Schnapper. Wenn euch das interessiert, müsst ihr aber schnell sein, weil die weiße Version, die ist schon out of stock. Und wer weiß, wann die wieder nachkommt und ob die überhaupt nochmal nachkommt, wenn ich so eine Nintendo kenne, aber die haben ja auch den Analog Pocket und der läuft schon seit Jahren, glaube ich, weiter. Also ich bin gespannt. Und während Rick jetzt seinen Papa anruft, der noch bestimmt 40 oder so von diesen N64-Spielen im Keller hat, begehe ich jetzt Bukake. Ich schicke dann die Jungs rein. Have fun. Ja, Bukake. Voll Bock, so eine Gaming-Folge nur so machen. Geil.